Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platinum Dies Dies Dies. Und Euer letzter Retro-Bird. ja, heute sind wir auf Route 2 und 3 unterwegs. Also östlich von Jubelstadt. Beziehungsweise nördlich von der Route oder südlich. Und perfekt, das ist bereits das Pokémon, das nur morgens auftaucht. Okay. Sprich, wenn wir das gefangen haben, können wir dann direkt die Tageszeit wechseln. Ja, Geduld, super. Wir können ihm nicht mehr Schaden zufügen, als es auf einen Trefferpunkt geht. Ich habe ein paar Superbälle angekauft. Okay, sehr gut. Aber ein Ja, bisschen auf jeden Fall sinnvoller, Superbälle zu verwenden als normale Pokébälle, glaube ich. meine, man muss sagen, wir haben noch 90.000 Poké-Dollar. So viel zu dem, wir sind fast pleite. Also wir haben noch Geld. Ja, aber gut. So purzelt Käfer. Seine Beine sind kurz. Stolpert es, klappert seine starren Antennen. Klingen wie ein Xylophon. Gut, dann sehen wir uns mal gleich am Tag wieder. Jo. Und schon haben wir tags. Das ging echt fix. Ja, aber diese Route wird uns wahrscheinlich noch sehr viel Ärger machen, oder? Geht so. Also, es gibt auf der Route, lass mich mal kurz zählen, 11 Pokémon mindestens, die wir fangen müssen. Und dann können wir uns im Wasser noch bis zu 4 Pokémon angeln. Okay. Ja, also wir haben uns dazu entschlossen, die Sachen auf dem Wasser immer gleich mitzuerledigen. Ja. Ihr könnt natürlich immer erst da machen, sollt ihr Surfer habt, ist ja klar. Beziehungsweise der nicht angeln habt. Ah ja, mit Surfer können wir natürlich auch noch 2 Pokémon fangen. Das stimmt. So, das Sandern ging ja ruckzuck. Es lebt in trockenen Regionen mit wenig Regen. Es rollt sich ein, um sich vor Gegnern zu schützen. Ich muss sagen, Sandern habe ich damals auch mal ein Team gehabt. Ich glaube, so beim ersten oder zweiten Mal spielen. Aber es hat sich halt später nicht gegen meinen Diktri durchsetzen können. Also Diktri hat einfach dann das Rennen gemacht als Boden-Pokémon. Ich finde es ganz interessant, dass Sander bei uns damals in der Schule eigentlich so als das süßeste Pokémon galt, noch süßer als Pikachu. Also irgendwie gab es unheimlich viele Leute, die Sander extrem cool fanden. Ich fand halt Und ich. Sandama ganz cool. Den habe ich, glaube ich, mal Stärke beigebracht gehabt im Team. Irgendeinen VM-Sklaven muss es ja immer geben. Los, Sander, komm mal her, mach mal Zerschneider, mach mal Stärke. Der Schneider hatte ich nicht im normalen Team gehabt. Ich glaube, das hatte niemand. Genauso muss das funktionieren. Weiter. Ich werde mich daran erinnern, wenn das nächste Plaudergeil auftaucht. Es bewegt sich ohne einen Laut durch das Gras und greift seine ahnungslosen Beute von hinten an. Ja, Rettan, natürlich durch die Serie sehr bekannt. Unsere Natter. Ja. Und? Oho, ein Hoppla. Ja, ausnahmsweise mal mit dem passenden Geschlecht. Ja, man braucht aber ein männliches. Männliche sind besser als weibliche, wegen Galgladi. Ich weiß nicht, ob Galagladi besser ist als Gardevoir. Na, wenn du halt ein Galgladi haben willst, dann musst du schon. Ja. Ja, dann ist es besser, wenn man es haben will. Sehe ich ein. Ich habe bei meinem normalen Platin Galgladi im Team. Joa, schön. Genau, so muss man laufen. So, du hast damit einen Eintrag gemacht. Es erfasst warme Gefühle von Menschen und Pokémon mit seinen Hörnern und wärmt sich daran auf. Eigentlich müsste man nicht Pokémon sagen, aber PKMN. Menschen und PKMN. Das klingt aber auch ein bisschen komisch. Es wärmt sich an den Gefühlen von Menschen und Pokémon auf. Das klingt irgendwie ein bisschen wie es geilt sich an denen auf, aber. Ich gehe jetzt nicht von aus, dass eins von diesen beiden Pokémon nur tagsüber auftaucht. Nein, insgesamt von den dreien, die du jetzt schon gefangen hast, oder was? Ja. Doch drei waren Ja, es. stimmt. Aber ich meine, Und hier sind auf jeden Fall Trasters fürs Team zu gebrauchen.
Also die Pokémon tauchen hier auf jeden Fall immer auf. Ich sag dir dann schon, es gibt auch noch zwei andere. Wablu haben wir schon. Ne, drei andere sogar, die auch noch alle auftauchen. Wablu haben wir sogar schon? Ja. Und ein Snubbull. Was Snubbull, wie es ganz Snubbull bezeichnet ausgesprochen. Ich glaube, es das heißt Ne, es ist wirklich ja ein Doppel-B. Also das U Snubbull. nur stumm ausgesprochen. Das U wird stumm ausgesprochen, das Weil wusste ich danach noch ein nicht. Doppel-B kommt. Snubbel, also Snubbel wäre möglich. Das ist ein Snubbel. Auf jeden Fall muss das B hart aussprechen, weil es ein Doppel-B ist. Ich glaube, das klingt nicht so wirklich so, als hättest du irgendwann mal phonetischen Unterricht genommen. Welche gerade keine Ahnung haben, was du dir zusammenreimst. Pass auf, du hast ja. Es ist eigentlich auch nicht so, dass Doppel-B in der deutschen Sprache großartig Natürlich, es vorkommt. kommt normal nicht vor, aber du musst es natürlich jetzt trotzdem dann übertragen. So, gucken wir uns mal Snubbel an. Kleine PKMN fliehen beim Anblick seines Gesichts. Frauen immer finden es niedlich. Ich verstehe es nicht. Ich gehe mal nach oben. War eigentlich Snubbel schon das Pokémon? Nein, das taucht auch immer auf. Wablu ist eins von denen, die nur tagsüber auftauchen, aber da hast du ja gemeint, das hätten wir schon. Genau. Es ist damals, wo ich hier rumgelaufen bin, zufällig aufgetaucht und Kinemod meinte, diesen Drachen müssen wir fangen. Also ich schaue hier gerade nach, du bildest dir auf jeden Fall irgendetwas ein. Da gibt es keine Regel. Das wird Ist. schon so ausgesprochen, wie ich das sage. Das heißt nicht Snubbel. Nee, pass auf, das hat. Ach, warte. Du sagst ja auch nicht Nata, sondern Natter. Immer ein Doppel-T da ist. Aber T ist doch ein völlig anderer Buchstabe als B. Nein, es geht, es ist ein Doppelkonsonant. Darum geht's. Na, dann würde es aber immer noch Snubbel Genau, richtig. Das wäre, glaube ich, die korrekte Aussprache. Snubbel. Und dann wieder hinten Doppel-L. Das ist wieder wichtig. heißen. Naja, du sprichst es ja so aus, als würde es mit EL geschrieben werden. Nein, nein, das ist Null. Ist egal. Also im Endeffekt muss man das B und das L betonen. Also die B sind auf jeden Fall. Weißt du, Steve, wenn du mir jetzt irgendein deutsches Wort mit Doppel-B nennen könntest? Ja, es gibt aber gar nicht, mir fällt selbst keins ein, aber wir hatten Natter ist ein ganz gutes Beispiel, du sprichst das A quasi auch nur Ja, aber stumm bei einer aus. Natter ist schon wieder was völlig anderes, weil Doppel-T kommt ziemlich oft vor. Nein, es geht nur darum, ob Doppelkonsonanten dann quasi wie ausgesprochen werden und das muss dann einfach so übertragen. Weil so ist zumindest unsere Sprache aufgebaut. Es gibt da natürlich immer Ausnahmeregelungen, aber so ist das mal grundsätzlich aufgebaut. Siehst du, wir haben Pablo schon. Oh, ein Shinx. Ist es das? Moment. Nee, es war Riolu, das hast du schon gefangen. Shinnok taucht auch immer auf. Aber ja, dann fang das einfach noch und danach wechseln wir die Wie, Tageszeit. ich habe Riolo schon gefangen. Ist das nicht gerade eben? Nein. Aber als ich gerade hingeschaut habe, hast du gegen eins gekämpft. Sicher? Ja. Ich auch mal im Pokédex nach. Vielleicht habe ich jetzt nicht gerade so mit dir unterhalten, dass ich dadurch selbst verpeilt habe. Also wenn ich jetzt irgendwie danach suche, wie das ausgesprochen wird, So, dann warte finde kurz. ich lediglich etwas zur italienischen Sprache. So, es erzeugt Elektrizität durch das Zusammenziehen seiner Muskeln. Bei Bedrohung glüht es. Jetzt gucken wir mal in den Pokédex rein. Ja, ich bin nicht davor jetzt echt aus denen geflohen. Kannst du denn mal eine Nummer schauen von. Ja, Moment. Ist ja, glaube ich, also auf jeden Fall vierte Generation. Ja, das auf jeden Fall, die Nummer. Oh, Moment.
Ich muss jetzt mal kurz gucken. Langsam müssen wir mal durch. Jetzt können wir ändern. Linodex, ah ne, 447. Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du zumindest gerade mich gesehen hast und es würde mich wundern, wenn du es nicht gefangen hättest. Nein, wir haben noch keinen Riolu. Hast du es nicht gefangen, aber du hast es gerade eben gesehen. Warum hast du es nicht gefangen? Hab ich ja gerade Riolu gesehen? Ja, Mann! Wenn wir mit dem Video dann fertig sind, ey, ich bilde mir das doch nicht ein, Ich verdammt. habe einen Bablo gesehen. Was habe ich gesehen? Ein Bablo. Ey, hier war gerade eben auf jeden Fall ein Rio. Wir gucken uns. Okay, aber brauchen wir auch noch. Wir Sie nicht gucken Teleport einsetzen, müssen also sofort fangen. uns. Los, Meisterball! Ich bin hier mal für den Flottball. Ja, mach einfach. Ich erinnere mich da immer wieder an die Rote und Blaue und da hat man auch einfach immer einen Superball drauf geschmissen und das ist schon irgendwie drin geblieben. Ich habe extra mal ins MacBook gefahren. Wir haben's. Der Einsatz seiner Psychokräfte kostet so viel Energie, dass 8 Stunden am Tag schlafen muss. Ja, also ich war gerade ein Babu, Leute, scheiß mit denen in den Kommentaren. Wir müssen da nicht in den Kommentaren schreiben, wir werden das spätestens dann sehen, wenn wir den Cut machen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das da war. Oder ich habe natürlich gerade in die PDF geschaut, aber nee, das glaube ich nicht. Das Riolu war direkt vor mir. Ja, wir schauen noch ein bisschen. Das kommt jetzt nur tagsüber, ne? Ja. Aber wir kommen ja an sich gerade ganz gut zurecht beim Fangen. Aber quasi, was bei diesen ist ja selbst auch Snubbull. Ja, aber es gibt an sich keinen Grund, das U betont auszusprechen, wenn nach einem Doppelkonsonant kommt. Weißt du? Das ist das Problem, dass danach ein Doppelkonsonant kommt. Stell dir mal vor, es wäre einfach ein Ich T. verstehe jetzt nicht, ich weiß, der Doppelkonsonant. Ja, dann würde das U für den T stehen, dann würde es Nutul heißen. Also, Statt Nubul. es ist halt. Dann würdest du ja trotzdem nicht Snutel aussprechen. Und das ist das, was du die ganze Zeit über machst. Abgesehen davon, dass du dir irgendeine Regel. Ja, den haben wir doch gerade eben schon mal gesehen. So, jetzt Dass du haben wir. dir eine Regel ausdenkst, die es so nicht gibt, weil dieser Doppel-B. Das würde halt höchstens in irgendeinem zusammengesetzten Substantiv oder so vorkommen. Es ist für gar keinen Buchstaben definiert, sondern wenn, es ist als allgemein definiert. Und das ist allgemein definiert als Doppelkonsonant. Fertig. Ja, aber dann würde es doch noch Snubbel heißen. Und nicht Snubbel. Das hast du richtig, das Snubbull, genau. Also im Endeffekt, Ey, was? du verarschst mich ja doch gerade. Du musst Nein. mich auf jeden Fall verarschen. Nein. Es geht nur darum, kein. Ja, es ist ein Hyperball, das ist Riolu, das ist schwer zu fangen. Na also, arme Riolu. Das hatte ja letzte Markus relativ lange in seinem Team gehabt, aber irgendwann dann doch auf die Box gepackt. Es hat die eigenartige Fähigkeit, Gefühle wie Freude oder Wut in Wellenform zu sehen. Ja, das kommt hier auf die Box. Für Box 4. Okay, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Nacht wieder, ne? Jo. Wie schnell auch immer die Zeit in der Pokémon-Welt vergeht. Ne, weißt du nicht, wir machen das aber auch ganz geschickt. Wir legen uns ein und wir fangen einfach die Pokémon und machen wir fix die Augen zu und sobald sie wieder auf sind, ja. Wir stellen natürlich nichts an das System oder so, sondern wirklich, wir warten immer natürlich, ne? Ja, klar. Damit das Projekt noch ein paar Jahre dauert. So, oh Gott, ganz. Ich sag nur, Kinibär. Es sieht aber echt extrem süß aus in der Edition. Ja. Das weh zu tun ist eigentlich schon hart oder so ein Trugschlag.
Wir haben während des Katzenjahres mal nachgeschaut und da war wirklich ein Riolu. Die ist jetzt einfach ganz den Kont geflohen. Ja. Oh Gott, den hoffe ich, dass ich ob genug Bälle dabei habe. Aber das ist natürlich praktisch, das Nacht ist, dann können wir nämlich die Surfer-Pokémon so mit Finsterbällen fangen. Genau. Was? Ja, dieser Bär bindet uns einen Bären auf. Na gut, okay. Na gut, okay. Gut. So muss das sein. Ich habe diesen Spruch, weil ich dir noch sehr, sehr oft höre. Solange wir nicht gegen die Legende oder Plauderei kämpfen. Es lässt Honig in seinem Pranken eindringen, dass es immer welche dabei hat. Ach, welchen? Ist das was? Das hat keinen Sinn. Ist schon okay, Steve. So. Es ist ja spät. In der Pokémon-Welt wahrscheinlich so 5 Uhr am Morgen. Nee, Quatsch. Dann wäre es ja schon hell. Sagen wir mal so nachts um 3. Ja, das ist lächerlich. Um 4 wird es hell. Naja, in der Pokémon-Welt ist halt immer Sommer. In der 4. Generation, in der 5. sieht es schon anders aus. Da gibt es Jahreszeiten. Ja, aber ich meine, von dem Zeitpunkt, wann die Sonne aufgeht. Wenn es Winter wäre, dann wäre das ja richtig schlimm. Dann würde die Sonne erst um 7 oder um 8 aufgehen. Was fehlt eigentlich noch für ein Pokémon? Eins, was du gleich sehen wirst. Kramorx. Kramorx. Genau, der Rabe. Oder die Krähe, besser gesagt. Hat der auch jetzt eine Weiterentwicklung bekommen mit Kramchef? Genau, also jetzt in dem Planetaki, also in der 4. Genau. Wir haben noch nie mitgespielt. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich wollte eigentlich immer ganz gerne ein Kramorx im Team haben, aber ich glaube, das konnte man sich in der Gold und Silber auch erst recht spät fangen. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, aber es war auf jeden Fall für meinen Geschmack immer ein bisschen zu spät. Ja, das ist auch manchmal ein Problem, wenn die Pokémon zu spät kommen, ne? Ja, das ist dann halt blöd, weil dann kommt man halt nie dazu, die ins Team zu nehmen. Deswegen finde ich das hier zum Beispiel ganz cool, dass man sich wirklich schon am Anfang des Spiels einen Hundbooster fangen kann. Ja, das kriegt man ja auch damals in Gold Silber auch erst irgendwie nach den Top 4, in Smaragd auch nach den Top 4 erst. Ja, also finde ich echt total blöd. Keine Ahnung warum, die Kombination ist zwar cool, aber es ist auch nicht so. Aber wiederum im Platin geht's, aber da bekommst du es, glaube ich, nach dem 4. Orden. Okay. Weil ich habe ja auch eins in meinem Hundemon in meinem Team gehabt. Aber es ist auch nicht so gut. Es war wirklich das schwächste Teammitglied. Okay. Was hattest du noch so im Team, wenn das schon das schwächste Teammitglied war? Ich hatte Staraptor mit Angriffswesen. Mhm. Nein, das war echt geil. Ich fange mir ein Stralini und es hat direkt plus Angriff minus Spezialangriff. Ja, da warst du stolz wie ein Spatz. Ja, und dann hat es Nahkampf und Sturzflug als Attacken gehabt. Fliegen und Ruheort. Dann hatte ich noch Knackrack. Mhm. Also Boden, klar, was? Bodendrache. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, dass der stärker ist. Schon klar. Dann Galagladi. Hm, ja. Psychokampf. Auch ein bisschen besser. Und dann halt noch den Wasserstarter, der am Ende Wasserstahl dann war. Das klingt eigentlich nach einem ziemlich coolen Team. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht mit dem Team. Das war. Hundemon hat zwar dann das. Was hat es dann mit Solarstrahl, Flammenwurf, Sonntag und Finsteraura. Okay. Geist hatte ich über Knackhack im Team, da habe ich nämlich diese Finsterklaue beigebracht. Mhm. Weil Geist würde man eigentlich schon im Team haben. Hier langsam könnte auch echt so ein blödes Kramorx auftauchen. Da war der Part so schön. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hier auftaucht? 10%.
Genauso wie wahrscheinlich wie bei Riolu. So langsam haben wir Sandern auch genug gesehen. Ja, aber mal noch drei Pokémon, dann gibt's einen Cut. Ja. Aber das Sandanje sieht aus, als würde es schweben können. Ja. Ja, Rettern. Wissen's. So, noch zwei. Wir machen den Cut und ins das nächste. Ja, Rettern und Sandern. Das sind hier die Pokémon, die am häufigsten auftauchen. Ja. Ja, ich weiß nicht, jetzt ist wahrscheinlich, weil man so viel Auswahl hat, wahrscheinlich Sandama zu schlecht. Und ich glaube, Sandama würde ich einfach nicht mehr nehmen. Nee, auf keinen Fall. Ja, okay, gut. Dann sehen wir uns gleich offscreen wieder, genau. Also Leute, bis gleich. Ja, Leute, es waren echt noch 20 Pokémon oder so. Naja, 10. Nee, es waren über 10. Ich habe Speed benutzt. Naja, High Speed. So, ich denke mal, ich glaube, ich nehme einfach hier einen Hyper. Oder ich nehme einfach einen Finsterball. Ja, nimm einen Finsterball, das passt doppelt. Ich meine, das Vieh ist Unlicht und es ist dunkel. Und na los, komm schon. Okay. So sollte das nicht sein. Grammorx könnte auch eine durchaus schwierige Fangrate haben. Ich denke mal, aber es ist durchaus, kann man es im Team nehmen wegen Kramchef. Ja, auf jeden Fall. Also das geht schon. Also wer darauf Lust hat, kann man eigentlich schon nehmen. Kann ja auf jeden Fall auch Borschnabel. Das ist eine ganz coole Attacke. Wird es entdeckt, lockt es seinen Verfolger auf eine Jagd in die Berge, wo es ihn dann abschüttelt. Also er hat eine Verfolgung, Fliegen, Borschnabel. Das ist schon okay. Okay, gut. Ich würde auch sagen, im nächsten Part erkunden wir in den See da unten. Alles klar. Mal gucken, was uns dort so erwartet. Ich war DSD Steve und euer letzter Retrobird. Ciao.